Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Planet Nomad. Wir fahren nochmal so eine kleine Spritztour hier und gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was finden. Unter anderem auch Biomaterial hätte ich gerne. So, den nehmen wir natürlich auch mit. Ah, warte, erst nachladen. Und dann habe ich mir für heute vorgenommen, dass wir heute mal unsere Ausstattung ein bisschen verbessern. Neuer Anzug, neue Waffe, neues Jetpack und all so ein Kram. So, ich park mal hier. So. So, ein bisschen zur Seite gehen. So. So. Jetzt nur aufpassen, dass er uns nicht trifft. Ich höre Bienen. Ein paar Bienen kommen auf uns zu. Oder? Keine Bienen? Wie viele haben wir denn jetzt? Ne, die sind aber zu klein. Ich hätte gerne so einen richtig fetten Baum. Oh, hier liegt noch was. Das nehmen wir natürlich mit. Und dann haben wir hier das noch. Oh, das muss man... Hast du mich jetzt gerade... Hast du nicht besser verdient. Gut. Kiste auf und wir legen mal da so ein bisschen Biomasse rein. Das können wir noch auslagern. Hier, das können wir auslagern, das können wir auslagern. Und dann haben wir wieder frei. Wir fahren nochmal weiter. Da ist ein schöner, fetter Stein. Den werden wir jetzt mal looten. Und dann bekommen wir da bestimmt tolle Sachen. Ich weiß nicht, hat der uns eben vergiftet? You've been poisoned. Tatsächlich, der war das. Oder Extreme Temperature Warning. Extreme Temperature Warning. Ja. Musst halt mit leben. Ja, da könnte automatisch auch noch ein bisschen nachladen. Das wäre super. So, wir tun natürlich auch noch hier mit der Anfangsrüstung rumlaufen, mit der Anfangswaffe. Die sind alle noch nicht so gut. Extreme Temperature Warning. So, das hätten wir schon mal eingesammelt. Jetzt müssen wir mal gucken. Oben ist auch so ein Poi angezeigt. So ein besonderer Punkt. Der ist in 700 Meter Entfernung. Da drüben ist auch wieder sind wieder diese anderen Monster, die uns immer angreifen, die Steine werfen. Die will ich jetzt ein bisschen umfahren. So. Das Spiel ruckelt übrigens ganz schön, wenn man mit dem Auto rumfährt. Das ist noch nicht balanced. Also jetzt gerade, es regnet und wir fahren durch die Gegend und es tut fast nicht ruckeln. Ich habe ich jetzt irgendwo eine Anzeige, wie viele Frames wir gerade haben. Wir nehmen gerade mit, wo steht's denn? Ach, da oben, 26 Frames auf. Das ist aber das Spiel schon ganz gut. Extreme Temperature Warning. Extreme Temperature Warning, verstehe. So, das hätten wir aufgesammelt. Der Baum hier, der ist mir nicht fett genug. Den Kristall da hätte ich gerne, aber da drüben sind andere Tiere unterwegs. Temperature shield nearly depleted. So, das hat jetzt besser geklappt. Jetzt haben wir uns nämlich da... Oh, da sind noch große Steine.
Extreme temperature warning. Ja, wir können auch kurz abwarten, bis es aufhört zu regnen. Aber andererseits brauchen wir das auch nicht. Wir können auch hier. Komm. Das wird er überstehen. Extreme temperature warning. Das muss er aushalten. Sehr schön. So. Ich mache gerade so eine kleine Rundreise. Warte. Was bringen uns denn die da? Die haben jetzt, glaube ich, nichts gebracht, oder? Hier, Tool aufladen. Oh, das ist noch ein guter Stein. Den nehmen wir natürlich auch mit. Schön. Jetzt kommt... wollte ich gerade sagen, jetzt kommt ganz schön Material zusammen und dabei kommt überhaupt nichts raus. Ihr seht, wir haben zwar ein paar Kisten mitgenommen, aber so viel Material schleppen wir noch gar nicht weg hier. Brems. So, das ist aber auf jeden Fall ein Materialstein. Das sieht doch super aus. Da ist noch was. Eigentlich ist hier sogar noch mehr Material. Aber wir fahren ja mit dem Auto hier rum. Das ist ein bisschen doof, wenn ich jetzt hier so Löcher im Boden mache. Wo ist meine Kapsel? Da drüben. 400 Meter. Wir fahren also jetzt wieder zurück. Und hier ist mir ein bisschen zu nass. Wir holen ein bisschen weiter aus. So, das hat doch schon mal ganz schön was gebracht. Was bist du für ein Stein? Das war Silizium. So, nachladen. Lade nach. So. Ja, guck mal, hier liegt jetzt alles voll mit Steinen. So war das bei meinem Spiel halt auch. Und so konnte ich bei mir halt auch ganz viel Zeug sammeln. Der Stein bringt nichts. Ich würde sagen, wir fahren im Auto jetzt mal zurück, weil ich hätte jetzt gerne die bessere Ausrüstung. So, und zwar, die Kapsel ist hier, so in die... In diese Richtung. Da oben leuchtet was, wollte ich gerade sagen. Dann habe ich gesehen, es ist der Mond. Ich glaube, wir haben den Baum umgefahren. Ich dachte, was kommt denn da für ein riesiges Vieh von der Seite reingespaziert? Und dabei war es dann nur ein Bäumchen. Wir können nämlich die Bäume hier rammen und dann fallen die um. Soll ich mal zeigen? Das können wir da eigentlich auch mitnehmen. Haben wir eigentlich Schaden davon getragen? Nö. Die Lampe hat ein bisschen Schaden abgekriegt. Aber nicht so viel.
So, wir wollen da hinten zu diesem Beam fahren, denn da ist nämlich unser Zuhause. Und ich hätte natürlich gerne noch so ein paar richtig fette Bäume gehabt. So. Dem kann ich aber nicht widerstehen hier. Der sieht sehr fett aus und sehr einträglich. So, wir müssen eigentlich noch ein paar Punkte anfahren. Es gibt nämlich so, ja, so Absturzstellen und die können wir noch erkunden. Komischerweise sind jetzt gerade hier auf unserem Radar gar nicht so viele davon zu sehen. Hier ist nochmal ein bisschen Pflanzenmaterial. Das nehmen wir natürlich mit. So, wo ist der Beam? Der ist da genau dahinter. Nee, kann nicht sein. Der muss hier drüben sein. So, und aussteigen. So, wir haben hier noch ein bisschen mehr Plant Material. Wir haben hier noch ein paar mehr Samen. Und wir haben von den Kürbissen noch welche. Und dann ist unser Inventar jetzt erstmal voll. Das werden wir jetzt mal verteilen. So, Plant Materials geben wir einmal so eine Ladung. Ah ne, wir haben nur eine Ladung. Schade. Ich dachte, das wäre mehr. Ach ne, wir haben ja draußen noch eine, genau. Die hauen wir jetzt hier so rein. So, dann haben wir ja hier unsere Bio-Dinger, unsere Gewächshäuser. Die sind aber hier noch im Produzieren. Hier ist durchgelaufen. Okay. Jetzt bin ich kurz am Überlegen. Das hauen wir mal hier rein. Und wenn ich jetzt hier sowas herstellen will, dann brauchen wir hier Dreckwasser. Dreckwasser. Haben wir hier noch Dreckwasser drin? Nicht mehr so viel. Und der stellt nichts mehr her, weil er keine Kohle mehr hat. Dann nehmen wir das Dreckwasser glatt mal mit. So, jetzt fahre ich hier drüben hin. Du hast doch Dreckwasser hier drin. Was willst du denn? So, hier. Ach, das läuft noch. Gut, dann mach mal hier bitte das hier. Und wir dürfen natürlich wieder nicht alles hier verbrauchen. Machen wir so. Und dann haben wir hier... Hier fehlt auch Dreckwasser. Wir müssen also irgendwie mal mehr Wasser uns besorgen auch. Kürbisse war mit Dreckwasser. Das hier ist auch mit Dreckwasser. Das unterscheidet sich eigentlich gar nicht. Wir müssen mal hier mal Früchte herstellen. Dafür brauchen wir nochmal Dreckwasser. Ich muss nochmal rausgehen, nochmal ein bisschen Dreckwasser holen. Das geht ja nicht... Es dauert ja nicht so lange. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So 30 Stück wollte ich gerne in jedes reinlegen. Jetzt hätten wir die 30 fürs erste. 10. So, jetzt hätten wir 30 mal Dreckwasser für jeden von den, für jedes von den Gewächshäusern. Und zwar machen wir jetzt hier die Hälfte rein. Und hier soll hergestellt werden das hier. Viermal. Jetzt ist natürlich hier noch was dazugekommen. So, hier kommt auch Dreckwasser rein. Und hier machen wir Kürbisse. Und zwar... Auf 5. Können wir an den anderen dann noch ein bisschen was von dem Pflanzenmaterial züchten. Hier könnten wir jetzt... Dafür brauchen wir das Gemüsezeugs und so. Gemüse hätte ich da. Jetzt bräuchten wir nur noch das andere. Diese Kräuter bräuchten wir doch. Hier, ich habe noch ein paar. Ah, nee, warte. Oder doch, komm, wir hauen die hier rein. So. So, wir haben wieder Material zum Herstellen. Einmal hier das da. Dann haben wir hier Eisen. Und wir haben auch So. Dann haben wir hier das. Siehst du, jetzt habe ich nämlich auch hier genug.
nehmen wir mal raus, weil ich hatte nämlich noch was, was irgendwie mit dem Material was herstellt. Was wäre das gewesen? Hier, der. Ach nee, der braucht... Genau, der braucht jetzt diese Teile hier. Ah, ja, genau. Also, hier schon mal das. Dann brauchen wir diese Teile. Dann brauchen wir Stoffe. 10-mal. Und hier müssen Plant Fibers rein. Hier sind keine Plant Fibers drin. Aber die können wir gerade mal von draußen holen. Wir hatten ja im Auto noch welche liegen. In der Hinterkiste habe ich nichts. Hier vorne haben wir aber noch ganz viele Plant Fibers, siehst du? So, dann hauen wir hier nochmal 30 dazu. Hier drüben ist noch ein bisschen was drin. Dann machen wir die Hälfte rein. Und dann haben wir hier, müsste auch Biomasse rein. Das hier, machen wir hier mal die Hälfte. Und hier, da ist ein 35 drin, da sind 12 drin, da kriegt der das. So. Hatte ich jetzt hier schon gesagt? Genau, das macht er schon. Das hier nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und jetzt wollen wir ja hier eine neue Rüstung bauen. Dafür müssen wir noch die da reinhauen und den Stoff da reinhauen. Das reicht noch nicht. Dann bauen wir hier von denen noch mal gerade welche nach. So, das soll erstmal hier rein. Und dann haben wir jetzt hier Stoffe. Und... Mal gucken, was noch gleich fehlt. Das dauert nämlich eben ein paar Minuten, bis er gebaut hat. Das war das Falsche, das war das Richtige. So, jetzt fehlt nur noch das. Okay. Nehmen wir die heraus. Vielleicht machen wir gerade ein bisschen mehr davon. Mach doch gerade mal 30 Stück davon. Und hier vielleicht vom Stoff. Machen wir auch noch welche. Machen wir nochmal 20. So, Aufrüstung und dann kann es jetzt losgehen. Dauert 3 Minuten, das herzustellen. Wir können aber dann schon mal umschalten und gucken. Dafür brauchen wir das hier und das kostet uns dann hier Material. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis der gebaut worden ist. Der muss... Wie viel brauchen wir dafür? 3 Stück und für die brauchen wir also insgesamt 7-mal das hier. Wir brauchen also 7-mal Kohle. Ja, haben wir drin. Und 7-mal Silizium. Ja, haben wir drin. Also, hier, davon 10 Stück. Und dann brauchen wir 3 Stück. Dann brauchen wir nochmal hier von denen welche. Und wir brauchen noch Panzerung. Müssen auch noch rein. Die können raus. Dafür kommt die Panzerung rein. So, die können raus. Und hier ist nochmal Stoff. Das legen wir dazu. Die kommen dazu. So, wie sieht es denn dann aus? Dann sind die produziert, das andere ist drin, dann bauen wir das hier und dann das hier kommt gleich hinterher. Schön, das heißt, wir können uns dann gleich hier ausstatten. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen mehr Platz dran schaffen. Hat der auch so einen Anschluss? Ich weiß nicht, hier unten gibt es ja noch mehr Dinger, ob wir das Ding irgendwie aufwerten können oder so. Das wäre, können wir das irgendwie, Konfigurator. Was können wir denn hier machen? Wir können das Ding umbenennen, wir können das an Elektrizität anschließen, wir können es ausschalten. Das ist jetzt nicht so eine große Auswahl, gell? Gut, das hätten wir gemacht und das müsste jetzt laufen. Da könnten wir vielleicht nochmal kurz gucken, ob wir irgendwoher Silber bekommen. Wie gesagt, unsere Karte sieht momentan so aus. Damit können wir nicht so viel... Wir könnten zum Denkmal von Icarus fahren. Das wäre das da. Und das wäre 900 Meter entfernt.
Können wir ja kurz mal angehen, oder? Ich hoffe, dass da kein Wasser dazwischen ist, weil manchmal ist bei diesen Denkmälern nämlich auch das Problem, dass da Wasser dazwischen ist. Wo man gar nicht so leicht hinkommt. Wir müssten also erst noch eine Brücke bauen oder sowas. Siehst du, ist Wasser dazwischen. Wir umfahren das Wasser. So, und hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn man so schräg fährt, ist es schnell passiert, dass der Wagen zur Seite runterkullert. Und das ist halt echt so eine Sache. Nein. Ich will nicht. Nein. Oh, ich will die Kühe nicht anfahren. Wobei das Fleisch bringt. So, wir dürfen auf gar keinen Fall hier runterkullern. Der Wagen fährt nicht mehr. Was ist los? Warum fährst du nicht mehr? Haben wir irgendwas kaputt gemacht? Das Auto fährt nicht mehr. Habe ich es vielleicht ausgeschaltet? Ich hoffe nicht, dass die Batterie leer ist. Die Batterie ist leer. Die Batterie ist leer. Wie können wir es aufladen? Ich habe ja Batterien dabei. Das ist merkwürdig, weil ich bin mit meinem Auto nämlich die ganze Zeit durch die Gegend gefahren und es gab eigentlich nie Probleme. Verbinde Elektrizität. Ja, ich habe Batterien dabei. Müssten jetzt irgendwie... Das hatte ich ja noch nie. Ich bin mit meinem Auto schon ganz oft durch die Gegend gefahren. Aber wenn ich jetzt auf Konfigurieren hier gehe und wir drücken hier drauf, dann sehen wir da 0%. Und hinten ist auch 0%. Ja. Das hatte ich bei mir nicht. Bei mir hat das super geklappt. Ich bin die ganze Zeit gefahren, ohne dass ich aufgetankt habe. Ich weiß gar nicht, ob das muss irgendwie automatisch passiert sein oder so. Ich meine, wir können vielleicht Solarzellen bauen, oder? Solarzellen. Hier. Schräge Solarkollektoren. Panel, Sunlight, Reflexität, kleine Version für Fahrzeuge. Ja, dann versuchen wir das doch mal. Mal warten, bis es Tag wird. Das ist ziemlich groß. Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht das Material dabei. Ich habe nicht das Material dabei.
Batteriegestell. Ich habe ja Batterien dabei. Kompakte Energiequelle für die Nutzung von Allzweckwerkzeugen und Waffen. Aber ich habe bei mir immer das Strom ausgeschaltet, wenn ich... ich habe immer den Strom ausgeschaltet, wenn ich geparkt habe, damit das Auto nicht aus Versehen wegfährt. Regeneriert sich das jetzt? Unsere Bude ist jetzt 600 Meter weit weg. Ich weiß jetzt nicht, wir müssen ja irgendwie das Auto aufladen können. Wenn das jetzt so passiert hier, dann heißt das doch, dass wir irgendwie das Auto auch aufladen müssen. Was brauchen wir denn, um die Solarzellen zu bauen? Eigentlich nur normal. Ja, ja, ist schon klar. Dann machen wir einfach einen Notfall. So, und jetzt habe ich hier zufällig ein bisschen Eisen dabei. Müssen wir die Solarzelle jetzt bauen und ich werde mal gucken. Der stört mich. Ich will mal gerade gucken. Wir brauchen elektrische Teile 1, zusammengesetzte 2 und Panzerung 1. So, einmal das hier. Ah gut, da müssen wir noch ein bisschen Zeugs besorgen. So einen Stein abbauen oder so. Temperature shield nearly depleted. Ja, ist ja gut. Hier ist ja gerade ein Stein. Sehr gut. You're becoming tired. Gut. Tatsächlich hatte ich das überhaupt nicht bei mir. Einmal das hier. Zweimal das hier. Und... was war's noch? Ach, die Dinger zweimal. Okay, dann müssen wir, glaube ich, noch Plant Fibers besorgen. Die Dinger zweimal. Nutrition level dropping. Zweimal. So, jetzt muss man das natürlich verbinden hier. Da muss ich, glaube ich, nach vorne gehen und muss dann von vorne das steuern. So, also hier C drücken, Verbindung herstellen. Und zwar zu dem. So, jetzt müssen wir leider warten, bis es Tag wird. So, das hätten wir eingesammelt und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Batteriegestell. Ich habe ja Batterien dabei. Kann man das nicht irgendwie aufladen oder so? Extreme temperature warning. Konfiguration. Nee. Hier, Licht geht aber an. Ich meine, ich könnte ein neues Battery Pack einfach hier reinbauen.
Aber gleich geht auch die Sonne auf. Wir können uns das ja mal angucken, wenn jetzt die Sonne aufgeht. Ich weiß jetzt nicht, wie wir abwarten können. Verbunden habe ich es ja. So, ist natürlich jetzt spannend. Das hatte ich echt noch nie. Wenn ich sonst in meine Basis gefahren bin, habe ich irgendwie... Ja, ja, ist gut. Wenn ich sonst in meine Basis gefahren bin, dann habe ich mein Fahrzeug abgestellt und habe die Strom ausgeschaltet. Aber ich habe, glaube ich, nie geguckt, ob die Batterien noch voll sind. So ein bisschen Strom kommt ja jetzt. So, die Batterien zeigen sich noch nicht so begeistert davon. 28% bei der Solarzelle. Achso, ich habe vorne den Strom ausgeschaltet. Wir können wieder fahren. Super! Sieht jemand irgendwo? Den Ladestatus von unserem Fahrzeug. So, jetzt fahren wir aber tatsächlich noch da hinten hin, weil nämlich das Ding kann man ja schon sehen. Das will ich jetzt noch machen. Wie lange? Oh, die Folge schon 32 Minuten lang. Na gut, ich würde sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge den Basilisken, genau, den Obelisken an. Und bis dahin sage ich jetzt mal tschüss, macht's gut und wir sehen uns morgen dann mit einer Obelisken-Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.